große afrikanische Wüste umfasst mehr als 9 Millionen Quadratkilometer. Der Mangel an Wasser, der Wind, der Sand und der enorme Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht haben die Sahara zu einem Ort von unglaublicher Schönheit gemacht. Aber nur wenige sind in der Lage, solchen extremen Bedingungen standzuhalten. Die Tuareg wurden immer für ihre große Stärke und Fähigkeit bewundert, in einer so feindlichen Umgebung wie der Wüste zu überleben. Gleichzeitig werden sie auch beneidet, weil sie das Wertvollste haben, die Freiheit. Etwas, das vor langer Zeit in Europa verloren gegangen ist. Sie haben eine ziemlich seltsame Sprache, die Tamashek, welche nicht in den Schulen unterrichtet wird. Auch haben sie ihre eigene Schrift, Tifinagh, deren Alphabet und Grammatik ziemlich rätselhaft sind und niemand weiß, woher sie kommt. Ist es möglich, dass sie wie die Berber vom versunkenen Kontinent Atlantis stammen? Der Mathematiker Albert Sösmann ist einer der besten Experten für ägyptische Hieroglyphen. Sösmann erkannte, dass die Namen bestimmter Orte in Marokko große Ähnlichkeiten mit den hieroglyphischen Texten im Totenbuch aufwiesen. Dieser große Gelehrte war überzeugt davon, dass viele der Überlebenden dieses Kontinents in verschiedene Richtungen flohen. Wäre es möglich, dass die Tuareg und Berber Nachkommen derjenigen sind, die ihr Leben vor dem Untergang gerettet haben? In der Tuareg-Gemeinschaft spielen Frauen eine wichtige Rolle. Merkwürdigerweise sind es nicht sie, die ihr Gesicht bedecken, sondern die Männer, um sich so vor den trockenen Winden zu schützen, die stets mit Wüstensand beladen sind. Aber das moderne Leben, in das wir alle geboren worden sind, droht die letzten freien Menschen auszulöschen, die noch auf unserem Planeten existieren. Die Tuareg haben Jahrhunderte von Hungersnöten, Dürren und sengenden Wüstentemperaturen überlebt. Und das alles dank ihres unglaublichen Wissens über ihre Umgebung. Sie wissen, welche Tiere vor Erdbeben waren, welche Pflanzen in jedem Winkel der Wüste wachsen und wo sie Weide für ihr Vieh finden können. Die Stämme der Sahara sagen, dass die Tuareg Regen voraussagen, nicht jedoch, weil sie magische Kräfte haben, sondern weil sie wissen, wie man die Warnung der Natur entschlüsselt. Sie wissen, welche Winde und welche Wolken den Regen bringen, also gehen sie schnell an den Ort, an dem es regnen wird. Und die anderen Stämme der Wüste sehen erst die Tuareg und dann den Regen. Sie haben die besten Kühlschränke, denn sie verwenden geniale Ziegenlederflaschen, welche die Flüssigkeit über lange Zeit kalt halten, besser als unsere modernen Kühlschränke. In der Antike waren sie ein mächtiges und gefürchtetes Volk. Sie zogen es vor, frei zu sein, als bequem in den Städten zu wohnen, obwohl sie manchmal aufgrund des Nahrungsmangels gezwungen waren, Plünderungen durchzuführen. Die Karawanen, die ihre Territorien durchquerten, mussten für jedes Kamel bezahlen. Heutzutage verlassen immer mehr Tuareg die Wüste und ihr Nomadentum und jedes Mal stehen leider immer weniger Zelte am Horizont. Obwohl sie die Wüste immer noch lieben, bewegen sie sich jetzt in Autos fort und benutzen Mobiltelefone. Nur wenige führen weiterhin verzweifelte Kämpfe durch, um ihre Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit zu bewahren. Ein schwieriger Kampf, von dem wir uns alle wünschen würden, dass sie ihn gewinnen, um zumindest sagen zu können, dass es noch freie Menschen auf dieser Welt gibt. Das moderne Leben fängt uns in seinem Komfort ein, aber es lässt uns auch einen zu hohen Preis zahlen. Es entzieht uns das Wertvollste, was wir haben, die Freiheit.